Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen des BFFS zu unserer Gesprächsreihe mit Regisseuren. Klappe auf! Unser Gast und Regisseurin ist heute Franziska Pohlmann. Einen dicken Applaus für Franziska Pohlmann. Das Interview führt Albrecht Ganzkopf. Ich bin Alexander Gruse-Mertin und wünsche ganz viel Spaß. Ja, Franziska, herzlich willkommen. Du bist die Regisseurin von Die Krone von Arcus, am 3. Oktober im Abaton gelaufen. Du bist unsere... Vereinzelt waren Menschen da, ich höre das schon. Du bist unsere jüngste Regisseurin ever. Du bist vor ein paar Wochen, warst du noch 29. Ich stelle dich kurz vor. Also kurz ist gut, ja. Du bist in Altona geboren, Abitur in Bergedorf, jeweils 4 Jahre auf verschiedenen Waldorfschulen auch gewesen. Du hast in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaft studiert und abgeschlossen. An der gleichen Uni bist du jetzt auch als Lehrerin, als Lehrbeauftragte im Spielfilm- und Kulturmanagement tätig. Du hast bei der Zeit als Journalistin gearbeitet. Du warst am Deutschen Schauspielhaus als Regieassistentin und Dramaturgieassistentin. Unter anderem mit Erik Gedeon, der Musiktheaterstück gemacht. Du warst sogar auf der Bühne bei Mädchen in Uniform am Deutschen Schauspielhaus. Du bist Autorin, hast 6 oder 7 Theater- und Musiktheaterstücke geschrieben. Du bist Regisseurin, du hast diese Stücke am Theater Lüneburg und auf Kampnagel auf die Bühne gebracht. Du bist Komponistin, du hast die Musik dieser Theaterstücke und allein für Krone von Arcus 12 Lieder selber komponiert. Du bist Dirigentin, du hast die Musik arrangiert und das Orchester dirigiert. Oder bei der Linie 1 auch Abendspielleitung gemacht. Du hast die Stücke produziert und die Filme, Organisation, Abwicklung bis zur Spesenauszahlung. Du bist Unternehmerin und Gründerin und Chefin von Pohlmann Kreativs in Lüneburg mit 8 oder 9 Mitarbeitern. Da werden Konzepte für Familien- und Musikfilme entwickelt. Du bist Beraterin, du coachst Start-up-Unternehmen, also stehst jungen Leuten zur Seite, die ein Unternehmen gründen. Du hast eine Drehbuchmeisterklasse besucht, du bist Stipendiatin von Studio Hamburg, Haus der jungen Produzenten. Du bist nominiert für den Deutschen Regiepreis für Krone von Arcus, der Metropolis, für deinen ersten Langfilm. Du hast sogar nebenher noch, betreibst du die Promotion für Doktorwürden hier über tschechisches Musiktheater und du produzierst und vertreibst Schokolade aus Biomilch. Also da habe ich sicher irgendwas vergessen, bin ich sicher. Also Hut ab vor dieser Vita. Franziska, was treibt dich an? Also einige Details würde ich noch korrigieren, das können wir aber später machen. Aber ich glaube, mich treibt am meisten an, was entstehen zu sehen. Und das mit Menschen entstehen zu sehen und jetzt wie bei diesem Film Welten entstehen zu sehen und zu merken, wie Menschen ihre Leidenschaft und Begeisterung und auch das, was sie alles aus ihrem Leben mitbringen, da einzubringen und gemeinsam was Neues zu erschaffen. Das bezieht sich nicht nur auf Film oder Theater, sondern ich habe hier Schokolade und... Auf alles. Auf alles. Wunderbar. Ziemlich oft taucht hier Lüneburg auf. Ist das ein magischer Ort für dich? Ich komme ja aus Hamburg, aber dann habe ich in Lüneburg studiert. Eigentlich dachte ich, dass ich viel weiter weggehe und die Stadt hat mich mit ihrem menschlichen und städtischen Charakter gehalten. Und inzwischen, ich habe meine Firma dort gegründet und war dann zwischenzeitlich, beziehungsweise bin auch noch im Studio Hamburg auf dem Gelände, aber merke, dass Lüneburg einfach ein toller Ort ist, in dem sich vieles machen lässt und eben auch durch die Anknüpfung an die Universität einfach ganz viel entwickeln lässt und ganz viel Potenzial vorhanden ist. Was ist da besser oder stärker im Gegensatz etwa zu Hamburg oder Berlin? Das kann man so, glaube ich, gar nicht sagen, aber ich bin dort einfach 7 Jahre gewesen und ich mag die Stadt. Ich glaube, jeder sucht sich ja einen Ort und ich fühle mich da wohl und habe das Gefühl, dass ich da sehr gut aufgenommen werde. Und der Film ist da auch zum größten Teil entstanden? Genau, also wir haben die Welt der Königin im Harz in einer Tropfsteinhöhle entwickelt. Da hatten wir auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Das war sehr aufwendig und wunderschön. Und den Rest haben wir in Lüneburg gedreht. Kloster Lüne in der Altstadt, in vielen alten historischen Straßenzügen. Wie lange hat das gedauert bei Die Krone von Arcus? From Script to Screen, also von der ersten niedergeschriebenen Idee bis zur Premiere. Wie lange war das? Der Film geht auf ein Theaterstück zurück, was ich 2007 entwickelt habe und ich würde aber behaupten, dass jetzt, wenn man das nebeneinander legt, im Film eigentlich hauptsächlich die Charaktere vorhanden sind und so der ganz
grundangesetzte Plot. Und ansonsten haben wir seit 2013 im Sommer das Ganze umgebaut und jetzt sind wir fertig. Seit Januar ist der Film fertig und jetzt haben wir eine kleine Festivaltour gemacht und Anfang des Jahres kommt der Film ins Kino. Das heißt weniger als 2 Jahre. Ja. Das ist für alles, was wir hier bisher gehört haben, irrsinnig schnell. Na gut, du bist auch recht jung, aber das ist eine Geschwindigkeit, die wir hier noch nicht gehabt haben, muss ich sagen. Die Finanzierung, wie hast du die auf die Beine gestellt? Weil es ist kein großer Sender oder Partner dabei, was ich gesehen habe. Ich hatte durch die vielen Projekte vorher eigentlich in der Kulturszene Erfahrung damit, so Geld zu sammeln. Wie geht das? Ja, ich weiß nicht. Man fragt und dann kriegt man Antworten und manche sind positiv und manche negativ und dann läuft man so lange, bis man das Geld hat, was man braucht. Und ich habe auch Anfänge gewagt in der Filmförderung natürlich am Anfang, aber weil ich keine Referenzen hatte, verstehe ich das auch, traut man sich am Anfang ja nicht immer allen etwas zuzumuten und dementsprechend, weil ich auch nicht sagen, also ich konnte ja einfach nicht garantieren, was für eine Qualität das hinterher hat, trotz dessen ich ein sehr tolles und auch sehr kompetentes Team an Bord hatte, aber habe dann hauptsächlich über Business Angels in Pitches Geld zusammengesammelt. Beschreib das kurz, für die, die das noch nicht gehört haben. Business Angels? Das sind Menschen, die eigentlich in der normalen Alltagssituation eher Technologieunternehmen oder andere Startups fördern. Also im Prinzip einfach Konzepte und Firmen mit fördern. Und weil das Filmprojekt für die ein Experiment war und auch ein spannendes Projekt, waren da viele bereit, kleinere Beträge beizugeben. Und die haben dann eine Firma gegründet, um zusammen den Film zu finanzieren. Okay, was hast du dann als Summe als ohne Arbeitsleistung zur Verfügung gehabt? Ja, so um und bei 500.000. Eine halbe Million. Also ein Tatort hat 1,5 Millionen, ja. Dass man etwa einen und ist kein Kinofilm. Das ist aber inklusive zurückgestellten Personalkosten. Also das war nicht so viel. Also. Und wie viele Angels davon? 20. Wie viel Geld haben die gebracht? Achso, die haben fast das ganze Geld gebracht. Okay. Also wir haben von der Nordmedia eine Nordmedia ist Hannover? Bekommen. Nordmedia ist Niedersachsen, genau, die niedersächsische Filmförderung. Und hatten da ganz viel Glück, dass die uns am Ende in der Produktion noch mit unterstützt haben. Das war sehr wertvoll für die Postproduktion besonders. Gut, ich glaube, dann gucken wir erstmal rein, wo das Geld geblieben ist. Ja, bitte einmal die Krone von Arcus. Eine Stadt mit Namen Arcus. Einst ein prächtiger, zufriedener Ort. Guten Morgen, Menschen aus Arcus! Tretet näher, tretet näher! Scheut euch nicht und schaut mit an, was euch die Zauberer der Stadt Neues darzubieten haben. Doch seit 1000 Jahren herrscht die Schia. Ich brauche das Reizgewächs. Mit ihrer Krone konnte sie die Menschen versteinern und verbreitete so Angst und Schrecken. Nehmt euch in Acht vor der bösen Königin oder euer Schicksal könnte dasselbe sein. Und einmal im Jahr ließ sie sich die wertvollsten Werke überreichen. Willkommen zur Schenkung. Aber allmählich wurde es Zeit für ein Abenteuer. Nur du kannst zu Ende bringen, was ich angefangen habe. 3 Hindernisse wirst du überwinden müssen. Das schönste Kleid, die größte Zuckerstange und den wertvollsten Schmuck musst du besitzen. Eine Geschichte von Gut und Böse, von Liebe und Verzweiflung, von Angst und Hoffnung. Ein Märchenfilm für die ganze Familie. Krone von Arcus. Ja, sieht nicht billig aus, ne? Das hat auch, glaube ich, nichts mit dem Geld zu tun. Okay, wo ist das Geld geblieben? Du hast auch das mit dem Filmorchester Babelsberg eingespielt?
die von dir komponierte Musik. Natürlich, da versteinern sich Kinder da, also es wird auch viel gepixelt, schätze ich mal. Wo ist das Geld zum Hauptteil geblieben? Also man muss ganz ehrlich sagen, dass jeder Euro im Prinzip nur in Hardware gegangen ist und alles das, was wirklich die Kompetenzen auch hinter diesem Produkt sind, also es ist ja offensichtlich, dass das nicht, dass sich da nicht nur Laien hingestellt haben, sondern in ganz vielen Bereichen sind das einfach ausgebildete, tolle, professionelle Menschen, die entweder am Anfang ihrer Karriere stehen oder bereit waren, eben aufgrund ihrer Erfahrung uns was dazuzugeben oder uns zu helfen. Und ich glaube, dass genau diese Mischung das ausgemacht hat. Also auf der einen Seite hatten wir eben zwar ein kleines, aber wir hatten ein Budget, mit dem wir so die minimalen Fixkosten decken konnten. Da war beispielsweise Catering ein großer Posten von. Also ich glaube, ein leerer Magen am Set. Kein Mann, kein Kampf. So sieht's aus. Ja, so. Und dementsprechend ist es einfach auch dem glücklichen Zustand geschuldet, dass so viele Menschen bereit waren, da ihre Talente und Kreativität reinzugeben. Das führt uns dazu zu fragen, du hast es schon gesagt, also Schauspieler und Team haben kein Geld bekommen. Rückstellungsverträge? Ja. Und jetzt hast du die Nominierung, ein Verleih, der Film wird starten im Frühjahr und er wird sogar international vermarktet von einer kanadischen Verleih auf der MIP in Cannes. Genau, die sind da jetzt gerade unterwegs. Das heißt also, das wäre das erste Mal, dass ich höre, dass eine Rückstellung, dass auch Geld wirklich zurückfließt. Das also das ist unser Bereich großes Anliegen, auf okay. jeden Fall. Also gut, da möchte ich was fragen. Geld ist ja ein Faktor, nur meinst du, dass ein Produkt, der gesamte Film, besser wird, wenn man alle gut oder mittelmäßig bezahlt? Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Ich weiß nicht, ob dieser Film besser geworden wäre, wenn das, was wir jetzt an Rückstellung haben, in dem Moment ausgezahlt worden wäre, weil die Detailverliebtheit und Kompetenz der Personen, die hat sich, glaube ich, auch daraus ergeben, also oder die Bereitschaft, das einzubringen, weil alle wollten. Also wir haben einfach alle zusammen an diesem Produkt gearbeitet, so viel wir konnten und das ging über viele Grenzen hinaus. Aber ich glaube, das ist bei jeder Debütproduktion so. Und ich glaube, es gibt ein ziemlich langes, ziemlich großes Feld, in dem man tariflich oder untertariflich, wie es ja häufig leider auch in Produktionen ist, bezahlt und die Produktion nicht unbedingt besser werden. Also ich glaube, es liegt wirklich an den Menschen und dem, was die Menschen wollen. Und an dem Punkt, wo man möglicherweise auch mal mehr Zeit hat und mehr Mittel und mal was ausprobieren und was wagen darf und nicht mit dem Erstbesten zufrieden sein muss. Das ist sozusagen in unserer Situation an vielen Stellen glücklich gelaufen, weil es dann eben auch funktioniert hat. Aber darauf kann man sich ja nicht verlassen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, an den ich gerne kommen möchte, damit einfach auch alle ja nicht nur das Mindeste haben, sondern einfach normal leben können davon. Also du sagst, zwischen kein Geld und wenig Geld ist eine Art Grauzone, wo eine höhere Qualität nicht garantiert ist, aber sobald mehr Mittel oder dadurch auch Freiheit da ist, wird das Produkt wahrscheinlich besser. Mein Eindruck ist auf jeden Fall so. Ich bin ja noch nicht so wahnsinnig lange in der Szene. Naja, du hast eine Menge Szene hier. Deine vielen Berufe gibt's da. Gibt es überhaupt irgendeinen, der dein Lieblingsding ist oder was du am liebsten machst? Oder was sagt, Filme das ist mein drehen? Ding? Ja, Filme drehen besteht ja auch aus vielen, vielen Gewerken. Deine Musik also, habe ich gar nicht erwähnt, ja? Also schon auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann mich nie davon trennen, die Regie zu machen. Und ich möchte im kreativen Entstehungsprozess immer beteiligt sein. Die Musik ist halt was mir einfach, seit ich denken kann, irgendwie dazugelegt ist. Und das sich für mich einfach wichtig. Also das, was wir da ausdrücken, hat ganz viel mit der Musik auch zu tun. Wenn ich das behalten darf als Gewerk, dann freue ich mich darüber. Wie viele Instrumente spielst du? Ja, spielen. Nicht Orchesterreife, sondern was beherrschst du? Das ist so wie viele Sprachen sprichst du? Also ich habe viele mal angefangen. Ja gut, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe viele mal angefangen, also ähnlich auch mit den Sprachen und mit anderen Sachen, aber ich beherrsche keines so, dass ich jetzt da jemandem was beibringen könnte. Aber im Arrangement, im Orchesterleiten? Orchesterleiten ist schon, also beziehungsweise Orchesterchor leiten. Also ich glaube, das ist so ein Gesamt. Ich tue mich schwer damit zu sagen, ja, ich kann das, sondern ich probiere ja und entwickle und lerne das alles auf dem Weg. Also ich bin froh, dass viele Menschen mir da die Möglichkeit geben, das überhaupt weiterzuentwickeln. Aber Bestimmerin oder Antreiberin bist du? Ist in dir? Entstehen lassen, Sachen entstehen lassen, ja. Ja, die fallen nicht vom Himmel. Du bist sehr aktiv. Was hat dich geprägt in deiner Jugend oder familiär oder was auch immer, dass du so aktiv bist?
Ich glaube, ich hatte einfach das Glück, dass ich Erfahrungen machen durfte, die damit zu tun hatten, dass Fehler erlaubt sind. Und nach Fehlern aufstehen und weitermachen ist was, was mich, also das hält mich nicht auf, sondern das macht mir Mut, mehr zu machen. Und ich will dann wissen, warum es nicht geht und so weiter. Also es ist so ein, ich habe neben dem Studium Design Thinking studiert und da geht es sehr viel um sehr schnelles, ja, das haben wir nicht auf der Liste. Sehr, sehr viel darum, schnell zu Prototypen zu gelangen und Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, dieses etwas machen und auszuprobieren, ob das funktioniert, das gefällt mir sehr. Also ich kann schlecht irgendwo im Kämmerchen sitzen und ganz lange rumschreiben. Ich muss die Sachen ausprobieren mit den Schauspielern. Und das kann damit zu tun haben, dass deine Familie, du hast es mir erzählt, mütterlicherseits. Ja, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, aber wenn du darauf hinaus willst. Ja, ja, also die Geschwister meiner Mutter sind viele Unternehmer und ich, ja, vielleicht hat das was damit zu tun. Und erfolgreich, auf einem hohen Niveau. Auch erfolgreiche Unternehmer, ja. Gut. Also machen treibt dich an, vor Scheitern hast du keine Scheu und machst weiter. Da sind wir jetzt beim wichtigen Punkt für uns, die Schauspieler. Wie hast du sie gefunden für deinen Film? So, kein Geld, komm nach Lüneburg, ist ja erstmal ein gutes Angebot, aber was hast du getan, um sie zu motivieren? Naja, wir haben ja zum Beispiel auch alle zusammen im Kloster gewohnt, das war ganz schön. Nee, das ging von den klassischen bis vielleicht trotzdem auch den klassischen Wegen. Also auf der Straße jemanden ansprechen, weil der toll ist, im Theater jemanden ansprechen. Jemanden wie Ernst-Georg Schwill in Berlin dazu überreden, dass er bitte den Bäcker für uns spielt. Also das ist eine ganz bunte Mischung gewesen und entsprechend breit war die Erfahrungsbandbreite und eben auch der Austausch von Talenten und alten Hasen am Set. Das hat sich gegenseitig sehr befruchtet, das war sehr spannend zu sehen. Hast du mit einem der renommierten Caster als Dienstleister zusammengearbeitet? Aus Hamburg oder nee. Berlin? Wie hast du an der Uni einen Zettel hingehängt oder wie bist du vorgegangen oder deine Assistenten? Auch. Zettel an der Uni, gut. Hast du eines der Castingportale genutzt oder? Ich glaube, wir haben ganz verschiedene Sachen gemacht. Ich wollte vorher eigentlich einen anderen Film drehen und dachte, ich mache jetzt mal einen kleineren zum Start. Hat nicht geklappt. Aber während dieses Vorbereitens des anderen eigentlichen Films haben wir ein Casting gemacht und da haben wir auch Agenturen angeschrieben und unter anderem sind da einige Schauspieler hängen geblieben für diese Produktion. Du hast gesagt, du hast auch über Casting Network von Tina Thiele eine Anzeige gestaltet oder deine Mitarbeiter? Ich muss gestehen, dass ich das nicht genau weiß. Na gut, du bist oben bei der Unternehmerin. Also das, ich glaube, ich habe das gelesen da. Da stand Lüneburg und da ist immer so ein Eurozeichen und manchmal fehlt das Eurozeichen. Das heißt eben das, was man denkt, was es heißt, ja. Aber gutes Essen stand da oder irgendwas. Das hast du reingelöst? Naja, also wir haben die Rückstellungsverträge, wie es sozusagen leider ja oft bei Debütproduktionen üblich war, angegeben und genau daran haben wir uns auch gehalten. Aber das, was im Prinzip ausgemacht hat, ob die Person dann mit uns arbeitet, war oft der Moment, ob das zusammen funktioniert, ob man das Gefühl hat, da entsteht was zusammen. Und wir hatten das Glück, hier bei der Vorstellung am Samstag waren viele Schauspieler auch in Kostüm und Maske da. Das war eine ganz tolle Situation. Und da wurde dann auch nochmal gefragt von den Kindern, wie jemand dabei geblieben ist. Und Jamie Watson, eine Schauspielerin, die spielte so eine Dame mit einer ganz tollen Frisur. Mit den Süßigkeiten im Kopf. Mit den Süßigkeiten in den Haaren. Die hat beim Casting, oder genau, ich habe sie beim Casting gefragt, was sie gerne mal spielen würde, weil ich das Gefühl habe, gerade wenn ich jemanden nicht gut kenne und nicht viel Zeit ist, um das auszuprobieren, ist mir das Wichtigste, dass jemand alles da reingeben möchte. Und sie wollte gerne mal Gollum spielen. Das hat sie mir gezeigt und wir haben einen weiblichen Gollum-Charakter im Prinzip aus dieser Rolle gemacht. Also ein Schauspieler kann dir sagen, was er machen möchte. Aber er muss dich überzeugen, oder? Ja, mich interessiert schon zu sehen, was jemand will, klar. Hast du bei den anderen Figuren, bist du da auch so vorgegangen? Wie hast du probiert am Set? Wie viele Tage hast du gehabt? Und hast du die Laien und die Profis unterschiedlich behandelt? Oder sind die auch unterschiedlich in dem, was sie abliefern? Also interessanterweise sind die Kinder am professionellsten. Kann ich nichts zu sagen. Also die waren hochkonzentriert. Wir hatten ja 30 Kinder zum Teil am Set. Die standen da still wie eine Eins und haben gewartet auf ihren Einsatz. Währenddessen alle anderen in wilder Aufruhr durch die Gegend rannten teilweise, weil wir beispielsweise in der Höhle einfach keinen Walkie-Talkie-Empfang hatten. Und dann musste man eben anders kommunizieren. Und da also kann ich nur sagen, meine Erfahrung mit Kindern, ich höre das oft, dass das so schwierig ist, ist genau das Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, die sind top bei der Sache, die wissen genau, was sie machen.
Und aber zu den anderen Schauspielern, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich die unterschiedlich behandle, sondern ich habe oft das gesehen, dass jemand wie Ernst-Georg Schwill beispielsweise dem Lukas Janssen was zeigt. Und für mich ist das eine tolle Gelegenheit zu sehen, wie die sich untereinander auch in Szenen helfen. Da habe ich jetzt dann nicht die Notwendigkeit gesehen, einzugreifen, sondern ich gucke mir an, was da entsteht. Das verstehe ich auch unter Regiearbeit einfach. Ich glaube, das ist ja so ein Gesamtprodukt. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis zu sagen, du musst das so und so machen, sondern ich sehe, was passiert und wie sich das entwickelt. Meine Lieblingsfrage: Was wäre für dich ein Grund, einen Schauspieler sofort vom Set zu schmeißen? Wir hatten das einmal. Ah. Da hat sich eine Figur sehr häufig in den Vordergrund gedrängelt. Hast du keine Markierung gehabt da? Doch. Hat er die missachtet? Ja, ich glaube, da gab es ein gewisses Geltungsbedürfnis. Na gut, deswegen sind wir alle hier, aber man sollte auf die Markierung achten. Aber ja? Man könnte auch den Kamerafrauen trauen. Also ich glaube, ja, das war einfach eine unschöne Situation, die auch dazu geführt hat, dass wir da einige Auseinandersetzungen hatten. Okay, aber die das nicht machen, bist du treu mit denen? Wenn du jetzt auch in die Zukunft denkst, in 5 Jahren, wenn du dann diese Filme machst, wo es das gute Geld gibt, wirst du noch an die denken oder holst du dann nur Mario Adorf? Nee, wenn ich das kann, natürlich möchte ich mit denen weiterarbeiten, klar. Das klingt gut. Und Schauspieler, die... Hast du Angst vor denen, wenn sie Kontakt zu dir suchen oder dich ansprechen? Das kann auch heute eventuell passieren, dass dir irgendjemand was in die Hand drückt oder so. Ist das ein Problem für dich? Oh. Falsche Frage, ja? Keine Antwort ist auch eine Antwort, oder? Okay, weil, gut, ich hatte das nämlich einigen versprochen hier. Ja, ich freue mich drauf. Ah! Gut. Wie kann es sein, dass die Krone von Arkus gleich für diesen Regiepreis nominiert wurde? Das wüsste ich auch gerne. Das war, du bist ein Art Glücks- und Wunderkind hier. Also da fehlt mir wirklich die Worte. Hat dir das schon mal jemand gesagt, oder bin ich der Erste da? Hast du am Sonntag Geburtstag? Hast du noch eine Frage? Nee, aber das wäre auch blöd, wenn du darauf antworten müsstest. Das stimmt, ja. Ja, das ist, wir hatten auch drüber gesprochen schon, der fertige Film. Er hat ein nicht immer gleichmäßiges Niveau. Hättest du irgendwas anders gemacht jetzt im Nachhinein? Hast du diese Erfahrung, die du gesammelt hast, können die deine Filmhochschule, das Einzige, was hier fehlt auf dem Zettel, können sie die ersetzen oder wie hast du das empfunden? Ich glaube, ein guter Grund für mich, an einer Filmhochschule zu sein oder nochmal zu sein, ist dieses naive Ausprobieren dürfen, ohne alles ernst nehmen zu müssen. Weil in dieser Situation war alles sofort ernst und es ging sofort um Geld und sofort um Verantwortung gegenüber denen, die das Geld reingeben und ihr Herzblut und so weiter. Das wäre sozusagen, glaube ich, der einzige Wunsch gewesen. Das aus einer Filmhochschule heraus zu produzieren, wäre, glaube ich, sehr spannend gewesen. Und ansonsten kann ich das überhaupt nicht in Relation stellen. Ich bin unheimlich froh, dass das so passiert ist und mit allen Hürden und allen Entwicklungsschritten, also vom, wie du schon sagtest, vom Script to Screen, sind wahnsinnig viele Hindernisse, also Aufs und Abs in alle Richtungen passiert. Und der Film hat sich entwickelt in eine Richtung, die ich niemals erwartet hätte und auch keiner erwartet hat. Du hast gesagt, du hast auch in der Hälfte ist noch die Produktionsleiterin ausgefallen. Du hast noch die Spesen ausgezahlt und die Brötchen geschmiert, da stimmt das? Ja, nicht ganz so drastisch, aber es gab einfach immer viel zu tun, weil wir eben in vielen Teilen ein Team waren, was aus Quereinsteigern bestand, unheimlich motivierten Quereinsteigern, aber eben gepaart mit sehr, sehr erfahrenen, tollen Leuten. Und ich glaube, das hätte anders nicht funktionieren können. Ich glaube, es ist ganz klar, dass das, was wir da gesehen haben, das kann man nicht machen, wenn man keine Ahnung hat, was man tut. Ja, erstaunlich waren die Tricktechnik oder die Computersachen. Wer hat dir da geholfen? Beirut. Beirut? Ja, das also ist ich habe in Cannes einen ganz tollen Visual Effects Künstler kennengelernt, aber auch ein ganz toller Artist aus Bremen. Also auch das Team war sehr bunt zusammengewürfelt. Beides mit B, ja. Beirut und Bremen. Beirut der in Beirut gesessen oder der ist aus Beirut? Beides. Also wir haben das alles über Skype entwickelt, das war sehr spannend. Also weil wir uns auch nur einmal im Leben getroffen haben und für mich diese ganzen Programme kennenzulernen, wie das funktioniert und dann im Prinzip in dem Moment halt Animationsregie zu machen, war auch was Spannendes. Beirut und Bremen ist Beirut, Bremen, Lüneburg.
Also ein magisches Dreieck, klingt gut. Gibt es Fragen von euch? Hallo. Ich habe eine Frage, Franziska. Du warst ein Jahr lang jetzt im Haus der jungen Produzenten. Mich würde interessieren, was hast du da gemacht? Was hast du da gelernt? Läuft dieses Programm noch und was nimmst du daraus mit? Das Haus der jungen Produzenten ist eine Institution, die im Prinzip Bürostipendien vergibt. Das heißt, wir sind dort ein sehr breit gefächerter Kanon an Produzierenden aus unterschiedlichen Bereichen, von Dokumentarfilm zu 3D und so weiter. Und für mich war die Hauptmöglichkeit, auf der einen Seite den Standort Studio Hamburg und auch in Hamburg in der Filmszene mich zu etablieren und konkret dort Ansprechpartner zu haben. Also ich muss gestehen, gerade mit dem fehlenden Filmhochschulhintergrund, alles was juristische Themen und Versicherungsthemen betrifft, hätte ich da nicht immer wieder fragen können und Hilfe gehabt. Das wäre mir überhaupt nicht möglich gewesen, das auf einem professionellen Weg irgendwie durchzubringen. Da bin ich sehr dankbar und ansonsten ist das ein ganz, ganz tolles Netzwerk einfach. Also das Programm läuft noch, man kann sich da einmal im Jahr bewerben und also es dauert 18 Monate, das Stipendium, dann kann man noch verlängern. Und es ist aber, wie gesagt, ein Bürostipendium. Also es ist nicht darauf ausgelegt, dass man dort eine Art Akademie oder irgendwas durchläuft. Man bekommt da ein Fax, eine Sekretärin und einen Raum, oder was? Ohne Sekretärin. Ohne Sekretärin, okay. Nee, man muss dazu sagen, beispielsweise, wenn man so einen Antrag stellt, einen Förderantrag, und die wollen dann zwischen 10 und 20 Exemplaren von so 100-seitigen und das Drehbuch und so weiter, und das können wir da umsonst drucken beispielsweise, das macht man sich gar nicht so bewusst, wie viel wert das eigentlich ist. Also das nur ein ganz kleiner Punkt, aber an den Tagen vor den Anträgen laufen die Drucker heiß. Ja. Gibt es noch eine Frage? Ich habe keine Frage, aber ganz kurze Anekdote über Franziska, darf ich erzählen? Bitte, wir lieben Anekdoten hier. Ganz kurz, Albrecht und Kollegen. Wir saßen, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren beim Essen in Cannes. Sie hat noch nicht den Film gedreht. Ich war erstmal sehr begeistert von ihrer Energie und Bescheidenheit. Ich hatte den Film schon gedreht, Ramin. Nein. Doch. Doch? Ja. Sie hat es nicht gesagt. Bescheiden, ja? Ah ja, dann hast du schon gedreht. Aber was ich sagen wollte, sie ist auch sehr handwerklich unterwegs, glaube ich. Sie hat so eine Ballone gehabt und du hast keinen Hut oder Schmuck oder keine Ahnung was und du hast aus einer Ballone sofort innerhalb 5 Minuten was Schönes draus gemacht und aufgehängt und in der Nacht in der Straße von Cannes gelaufen. Ich war sehr begeistert. Du meinst, ich mache viel Promotion für mich. ja, dass du auch toll handwerklich unterwegs bist. Dankeschön. Ja, dann haben wir noch einen Zeitzeugen gehabt, wunderbar, der das hier stützt, was ich sage. Ja, Franziska, das war sehr interessant. Einen Menschen in so jungen Jahren mit so einer dicken Vita habe ich bisher nicht getroffen, weil ich dachte, oh, du hast die mit dem Erstlingsfilm, oder du hast die Junge. Ich will hier auch mit Johannes Fabrik reden oder irgendwas. Also ich habe mich sehr geschämt, dass ich das in der ersten Sekunde gedacht habe. Das wollte ich auch nicht sagen, aber jetzt ist es raus. Da habe ich mich wirklich ein bisschen in dich verguckt, das muss ich sagen. Und dass du dich verguckst in uns, da gibt es hier ein Poster. Hamburg, deine Perlen. Da sind ein Großteil der norddeutschen Schauspieler drauf. Wenn du mal jemanden suchst, ein paar sitzen auch hier, dann kannst du dich da im Haus der jungen, wie heißt es? Talente? Haus der jungen Produzenten. Genau. Nimm es aber dann mit, wenn du da raus musst. Das wäre sehr wichtig. Morgen früh oder 18 Uhr, morgen Nachmittag, kommt Annika Lehmann und interviewt Esther Bialas und Nathan Nill mit der Serie Komm schon. Das ist die letzte Veranstaltung. Wäre schön, wenn da noch ein paar vorbeikommen. Also, Franziska Pohlmann, vielen Dank. Du kriegst den Metropolis, da bin ich ganz sicher. Vielen, vielen Dank. Danke dir.